Heute gibt's unverschämt leckere mediterrane Fleischspieße. Wie ich die mache, zeige ich jetzt. Viel Spaß dabei. Für unsere mediterranen Fleischspieße brauchen wir, das sind ungefähr 450 Gramm Schweinenacken, die habe ich in so mundgerechte Stücke schon geschnitten, griechischer Joghurt, eine selbstgemachte mediterrane Gewürzmischung, da könnt ihr aber auch Gyros-Gewürz oder ein Rub eurer Wahl nehmen, ganz wie ihr wollt. Eine große Zwiebel habe ich in Halbringe geschnitten, Knobi, sind glaube ich 2 Zehen, Drillinge, Olivenöl, 4 niedliche Tomaten als Deko später und der allseits beliebte Bacon. Legen wir los. Jetzt wird es ziemlich einfach, und zwar nehmen wir das Fleisch. Dann nehmen wir die Gewürzmischung, mit ungefähr 3 Esslöffel. Der Joghurt. Knoblauch, Zwiebeln, zum Schluss dann das Olivenöl, und mengen jetzt alles gründlich durch. Ich muss sagen, das riecht jetzt schon klasse. So sollte das Ganze anschließend aussehen. Der Pott kommt jetzt ungefähr für 1 Stunde in den Kühlschrank, damit alles so ein bisschen durchziehen kann. Optimal wären natürlich mehrere Stunden oder über Nacht. Da habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ist eh schon spät genug. Also, jetzt los. Nach genau 1 Stunde können wir anfangen, die Spieße zu stecken. Dann nehmen wir uns erstmal so ein Kantholz. Fischen uns so einen Lümmel raus. Dann ein Drilling, die sind vorgekocht. Jetzt wieder ein Stück Fleisch. Dann Drilling. Und wieder ein Stück Fleisch. Jetzt werde ich ganz kurz mal die Flossen waschen. Denn jetzt kommt der Bacon ins Spiel. Zwar nehmen wir uns einen Lappen. Falten den einmal in der Mitte, wickeln die so um den Drilling und das gleiche Spiel auch hier. Somit wäre der erste Spieß fertig, die werde ich jetzt alle so machen und dann kommen wir auch schon direkt zum Grill. Und es geht los.
So, ich würde sagen, die Teile sind fertig. Also auf zum Tellerbild. So Leute, ich werde mir die Teile jetzt schmecken lassen. Ich hoffe, ihr macht's mal nach. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal.